Zur Vorlesung getroffen. Das ist jetzt das Seminar für diejenigen, die Clip studieren. Wie gesagt, ein Wechsel zwischen den Sitzungen ist auch erlaubt und nicht verboten. Und hier habe ich Ihnen nochmal alles Relevante zum Seminar aufgelistet. Also das Seminar findet Donnerstag statt, wissen Sie ja. Und dann gibt es die Großwebseite, auf der die Inhalte der Vorlesung stehen, das heißt die Folien, die Videos und so weiter. Und dort stellen wir auch das Material für das Seminar ein. Das betrifft jetzt insbesondere Seminarblätter, das sind PDF-Dateien, und den Quellcode für diese Seminarblätter, das sind QMD-Dateien, erkläre ich Ihnen gleich noch, was das bedeutet. Und für manche Seminarblätter gibt es auch so kleine Datensätze, die dann als CSV-Datei dort auf der Webseite stehen, erkläre ich auch gleich noch, was das bedeutet. Die Moodle-Seite benutzen wir wieder nur für die Ankündigung, wenn es Terminänderungen oder dergleichen gibt. Da fällt mir gerade eine Sache ein, die ich im Seminar davor vergessen habe, die ich jetzt schon mal sage. Es gibt hier in allen Räumen HDMI-Anschlüsse. Ja, das heißt, wenn Sie hier in den nächsten Wochen präsentieren, dann stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Laptop entweder einen HDMI-Ausgang hat oder dass Sie einen passenden Adapter haben. Das sind die Details zum Leistungsnachweis, die wir gestern schon ausführlich besprochen haben. Die Idee ist also, dass Sie diese Seminarblätter hier im Seminar vorstellen, und die Termine dafür werden wir dann gleich im Anschluss an meine Präsentation über die OVGU Cloud verteilen. Da habe ich eine Tabelle eingestellt, zu der Sie dann den Link bekommen. Und Zweck der heutigen Sitzung ist jetzt aber, dass ich Ihnen mal eine kurze Vorstellung gebe, so eine Art Beispielpräsentation, wie wir uns das vorstellen, dass Sie die Seminarblätter hier im Seminar präsentieren. Ja, damit Sie das tun können, sind gewisse Dinge erforderlich. Das heißt, Sie brauchen bestimmte Software auf Ihrem Laptop, die Sie sich dann auch zeitnah holen sollten. Das sind einmal Visual Studio Code. Das ist, hier steht jetzt Entwicklungsumgebung für Programmierung, also im Wesentlichen ist es ein Editor zum Programmieren. Diejenigen, die schon mal mit beispielsweise RStudio gearbeitet haben oder mit Spider für Python oder auch mit MATLAB, also VS Code kann man sich so grob vorstellen als ein Editor für alle Programmiersprachen. Wenn man sich diese Programmiersprachen dann zusätzlich noch installiert. Die Programmiersprache, die wir hier nutzen, ist R. Erfreulicherweise haben ja einige von Ihnen schon Erfahrung mit R. Und R ist also eine Programmiersprache mit einem Fokus auf statistische Analyse vor allem, weshalb wir die durchgehend für unsere Analyse einsetzen, und die müssen Sie demzufolge auch installieren. Dann gibt es noch Quarto. Quarto ist, hier steht jetzt wissenschaftlich-technisches Publikationssystem. Also im Prinzip bedeutet das, dass Sie ansprechende Textdokumente erstellen können, die sowohl Text als auch Abbildung, als auch Datensätze, als auch Quellcode beinhalten. Und falls jemand von Ihnen schon mal mit R Markdown gearbeitet hat, Quarto ist quasi etwas, was das nochmal generalisiert auch auf andere Programmiersprachen. Und wir werden hier VS Code mit R, mit Quarto verwenden, um eben unsere Arbeit zu dokumentieren. Und die Seminarblätter sind auch mit dieser Kombination von Software erstellt. So, an der Stelle muss ich sagen, dass Programmierung inzwischen leider Bachelor-Inhalt ist. Ja? Also wir werden jetzt hier kein grundständiges Programmierseminar machen. Sicherlich können wir auch immer in den Seminaren über Details im Code sprechen und wie man das machen muss, welche Befehle man braucht und so weiter. Aber wir führen hier nicht ins Programmieren ein. Das heißt, falls Sie jetzt im Bachelor das noch nicht gelernt haben, statistisch
dann können Sie sich gerne unsere Einführungskurse dazu aus dem Bachelor anschauen. Die sind auch alle online mit Video. Und ich habe Ihnen jetzt hier speziell nochmal die Einführung in Quarto aus den letzten beiden Sommersemestern verlinkt, 2023/2024. Dahinter ist jeweils ein YouTube-Video und hier in Klammern finden Sie dann auch einen Link zu den Folien aus den entsprechenden Sitzungen. Diese Folien hier, die Sie jetzt gerade sehen, muss ich dazu sagen, sind noch nicht online. Das sind jetzt sozusagen meine Präsentationsfolien für die heutige Seminarsitzung. Die es sonst nicht gibt, die erscheinen dann auf der Kurs-Homepage in der Spalte Sonstiges. Ja, werden Sie dort heute Abend oder morgen früh finden. Okay. Gibt es Fragen bis hierher? Ja. Gäbe es ein Problem, wenn man doch ein R-Notebook macht oder mit R-Studio was rechnet, weil man das vielleicht gerade eingebunden hat? Nö, also darüber habe ich in dem anderen Sinne eben gerade, da haben wir auch schon gesprochen. Also bevorzugt ist natürlich die Präsentation mit VS Code, aber Sie können auch die Präsentation, also Sie können sich ja aus dem Quellcode, der im Dokument ist, ein R-Skript erstellen und das dann auch in RStudio oder irgendeiner anderen R-Umgebung präsentieren. Ich würde die Einschränkung machen, dass jetzt eine einfache Präsentation des Seminarblatts nicht geht. Ja? Also weil es ist wichtig, das werden Sie gleich sehen, dass wir die Befehle halt auch in einer Konsole ausführen und dann ab und zu mal Variablen aufrufen können, um zu sehen, was da drin steckt. Deshalb, das sollte schon irgendwie interaktiv in der Programmierumgebung sein. Aber es ist nicht auf VS Code beschränkt. Ja. Okay, perfekt. Andere Fragen? Gut. Ja, dann habe ich jetzt hier so eine kurze Einführungspräsentation. Im Hintergrund ist folgender. Ich will Ihnen einmal kurz zeigen, wie in etwa Ihre Seminarpräsentation aussehen soll. Weil Sie haben diese Seminarblätter und die Seminarblätter, die sind jetzt nicht besonders instruktiv dergestalt, dass man sofort weiß, was man damit machen soll. Und ich habe mir hierfür als Beispiel die Einstichproben T-Quadrat-Tests gewählt, aus folgendem Grund. T-Quadrat-Tests sind ein multivariates Verfahren, was quasi die Verallgemeinerung von T-Tests auf multidimensionale abhängige Variablen darstellt. Ja? Wir hatten gestern in der Vorlesung darüber gesprochen. Und letztes Jahr waren Einstichproben-T-Quadrat-Tests ein Thema in der Vorlesung. Dieses Jahr ist es kein Thema der Vorlesung, deshalb habe ich mir das Seminarblatt, das zu dieser Vorlesung letztes Jahr gerade genommen, und präsentiere Ihnen das einmal. Wichtig ist also jetzt nicht, dass Sie inhaltlich alles verstehen, sondern dass Sie sehen, wie genau diese Präsentation ungefähr ablaufen soll und dass Sie eben so ein bisschen durch den Quellcode gehen und erzählen, was mit dem Quellcode gemacht wird. Okay, ich möchte hier mal mit einem Beispiel anfangen, dass Sie sich Folgendes vorstellen. Also wir haben jetzt hier wieder so eine klinische Studie gemacht mit 20 Patienten und das sei zum Beispiel eine Studie zur Therapieforschung bei Depressionen. Das heißt, wir haben von all diesen Teilnehmern den BDI-Wert, also Back Depression Inventory, vor und nach der Anwendung der Psychotherapie gemessen. Dann können wir die Differenz daraus bilden, Prä minus Post, und dann haben wir einen Delta-BDI-Wert, der uns quasi Auskunft darüber erteilt, ob eine Verschlechterung oder Verbesserung der Symptomatik eingetreten ist bei dem Studienteilnehmer oder der Teilnehmerin. Jetzt interessiert uns natürlich, kommt es da im Mittel gesehen zu einer Veränderung? Das heißt, wir interessieren uns für die Frage, der Erwartungswert über alle Probanden hinweg, unterscheidet der sich signifikant von Null, gegeben die Daten aus unserer Stichprobe? Welches statistische Verfahren würden wir verwenden, um diese Frage zu beantworten? Ja. Wir könnten T-Test machen. T-Test, genau. Genau genommen ist es ein Einstichproben-T-Test, weil wir es ja hier nur mit einer Gruppe von Teilnehmern zu tun haben und nicht irgendwie zwei oder drei Gruppen haben, die verschiedene Therapien erhalten. Wir machen also einen T-Test. Ich habe Ihnen hier einmal alle Formeln, die so zum T-Test dazugehören, aufgelistet. Wir haben also n Datenpunkte, in diesem Fall sind es 20, und jeder Datenpunkt ist eine Zahl, ja? Der Delta-BDI-Wert. Dann nehmen wir an, dass diese Datenpunkte aus einer univariaten Normalverteilung kommen, mit dem
Erwartungswert μ und der Varianz Sigma Quadrat. Wobei dieses μ und das Sigma Quadrat unbekannt sind. Unsere Nullhypothese wäre jetzt, dass das μ, das heißt der Erwartungswert der Delta-BDI-Werte, gleich einem μ0 ist, was wir festgelegt haben. Ja, in dem Beispiel, was ich auf der Folie vorher habe, wäre μ0 gleich 0. Das heißt, wir testen gegen 0 und wollen wissen, kommt es überhaupt zu irgendeiner Veränderung. Entsprechend würde die Alternativhypothese lauten, dass μ ungleich μ0 ist. So, dann können wir die Parameterschätze berechnen. In diesem Modell sind die Parameterschätze das Stichprobenmittel, y quer, also der Durchschnitt über alle Datenpunkte, und die Stichprobenvarianz, also Datenpunkte minus Mittelwert quadriert, aufsummiert und geteilt durch n minus 1. Auf Grundlage der Parameterschätze kann man dann die Teststatistik berechnen. Ja? Die wäre hier y quer minus μ0, also Stichprobenmittel minus Nullhypothesenwert geteilt durch Stichprobenstandardabweichung und das Ganze multipliziert mit der Wurzel aus der Anzahl der Datenpunkte. Das ist die Teststatistik des Einstichproben-Tests. So, wir haben jetzt eine statistische Theorie, die uns sagt, dass diese Teststatistik einer T-Verteilung folgt. Genau genommen einer nicht-zentralen T-Verteilung mit dem Nicht-Zentralitätsparameter Delta, der hier auf der rechten Seite angegeben ist. Das ist das Schöne an der frequentistischen Statistik, dass unter der Nullhypothese, dass μ gleich μ0 ist, dieses Delta hier 0 wird. Dann wird aus der nicht-zentralen T-Verteilung eine normale T-Verteilung und wir können testen. Testen heißt, dass wir zum Beispiel einen Signifikanzwert festlegen, Alpha gleich 0,05. Das können wir benutzen, um einen kritischen Wert zu berechnen oder auch einen P-Wert zu berechnen. Und wenn der beobachtete Wert der Teststatistik den kritischen Wert überschreitet, dann lehnen wir die Nullhypothese ab. Ja? Das sollte jetzt für Sie Wiederholung gewesen sein. Also, Sie haben das vielleicht mit weniger Formeln gesehen. Andere Lehrende in der Statistik legen weniger Wert auf Formeln und mehr Wert auf SPSS oder so. Aber im Grunde genommen sollte Ihnen das bekannt sein. Gibt es dazu Fragen? Gut. Im vorliegenden Fall wollen wir jetzt das noch machen. Also, jetzt speziell auf den Datensatz um die 0, da dann der. Nee, μ ist der Erwartungswert der Delta-BDI-Werte. Also die Prä- und Post-BDI-Werte können wir wegschmeißen, nachdem wir Delta-BDI berechnet haben. Und wir betrachten jetzt nur noch Delta-BDI. μ ist der angenommene Erwartungswert der Delta-BDI-Werte. Und μ0 ist der Wert, der gemäß Nullhypothese μ ist. Nee, den legen wir fest. Also wir führen ja die Studie durch und wir machen ein Experiment und wir haben eine bestimmte Frage an den Datensatz und in dem Fall wäre unsere Frage, weicht der Erwartungswert von Müller? Ja, was dann sich übersetzen lässt in die Aussage, es kommt zu einer Veränderung des BDI. Ob die jetzt positiv oder negativ ist, ist damit noch nicht gesagt. Ja? Okay, jetzt erweitere ich unser Beispiel ein bisschen. Und zwar stellen wir uns jetzt vor, dass wir zusätzlich zu diesem Delta-BDI-Wert für alle Probanden noch einen Delta-Glue-Wert haben. Delta-Glue bedeutet genau dasselbe wie gestern in der Vorlesung. Also wir stellen uns vor, wir haben irgendwie so die Konzentration von Glucocorticoiden im Blut gemessen, vor und nach der Intervention und berechnen daraus auch so ein Delta. Ja. Die Idee wäre also hier, dass wir einmal so einen Fragebogen machen und einmal einen mehr biologischen Marker haben und uns dafür interessieren, ob es dann zu einer Veränderung kommt. So, jetzt haben wir hier zwei Variablen. Das heißt, wir haben zwei Zahlen pro Teilnehmer der Studie und wir fragen uns, der Erwartungswert über diese Variablen, weicht der ab von einem Normwert, den wir festlegen, nämlich μ0 gleich 30,5. Ja, also vielleicht haben wir schon mal vorher eine ähnliche Studie gemacht oder wir haben das aus der Literatur genommen, dass bei Anwendung einer bestimmten Psychotherapie BDI um 30 sinkt und Glu um
interessieren uns jetzt für die Frage, weicht die Veränderung unter unserer Therapieform von diesem Normwert ab, der hier als Therapieerfolgsnormwert bezeichnet wird? So. Wer von Ihnen hat schon mal was von T-Quadrat-Test gehört? Okay. Ist ja auch nicht schlimm. Wenn Sie jetzt, ohne was von T-Quadrat-Test zu wissen, diese Frage beantworten wollen, ob Delta BDI, Delta Q von diesem Normwert abweicht, was würden Sie tun? Ja? Ich würde bei den DBDI-Werten einen Durchschnitt bilden und könnte den T-Test damit machen und bei den anderen auch und müsste dann nur die Regel wissen, was passiert denn, wenn das eine Dolle abweicht, aber das andere zutrifft. Richtig. Ist er dann abgelehnt, ist er dann angenommen. Mit anderen Worten, Sie würden also zwei T-Tests machen, ja? Einen für die Delta-BDI-Werte und einen für die Delta-Q-Werte. Und wenn dann, vielleicht könnte man die Regel aufstellen, wenn mindestens einer abweicht, dann kann man sagen, das ist insgesamt von diesem Normwert abweicht. Kann man machen, ist jetzt nicht verboten oder so. Das Ding ist, dass man dann halt nicht die Korrelation dieser beiden Variablen berücksichtigt, ja? Also dass sie auch miteinander kovariieren können. Jemand, der sich im BDI besonders doll verbessert, verbessert sich auch vielleicht besonders doll im GLU. Und um das zu tun, braucht man einen T-Quadrat-Test. Ja, also der T-Quadrat-Test würde die Korrelation oder die Kovarianz der beiden Variablen besser gesagt mit einfaktorisieren. Hier sind jetzt die Formeln zum T-Quadrat-Test. Sieht auch alles wieder sehr kompliziert aus. Was es Ihnen zeigen soll, ist, dass es eine sehr starke Analogie gibt zwischen dem Univariaten T-Test und dem multivariaten T-Quadrat-Test. Ja. Also wir haben hier wieder unsere N-Datenpunkte, allerdings sind unsere Datenpunkte jetzt keine Zahlen, sondern Vektoren, M-dimensionale Vektoren. M ist die Anzahl der Variablen, die wir pro Teilnehmer messen. In unserem Fall wäre M gleich 2. Das heißt, ein Datenpunkt wäre ein zweidimensionaler Vektor mit den Einträgen yi1 und yi2. Und eins davon wäre eben der Delta-BDI-Wert und das andere der Delta-Q-Wert. So, jetzt nehmen wir an, dass diese Datenpunkte einer multivariaten Normalverteilung folgen, mit dem Mittelwert μ, das ist ein Erwartungswert-Vektor, und der Kovarianzmatrix Sigma. Wobei natürlich dieses μ und das Sigma auch wieder unbekannt sind. Ja, wenn wir bereits wüssten, was die Verteilung der Daten ist, müssten wir ja den statistischen Test nicht durchführen. Unsere Nullhypothese lautet jetzt wieder, dass μ gleich μ0 ist, der Normwert. Allerdings ist dieses μ0 jetzt ebenfalls keine Zahl, sondern selber ein n-dimensionaler Vektor. In unserem Fall ein zweidimensionaler Vektor, der auf der vorherigen Folie gegeben ist, 30,3. So, die Parameterschätze in diesem Modell sind diese hier. Einmal das multivariate Stichprobenmittel, das heißt der Durchschnitt über alle diese zweidimensionalen Vektoren. Und die Stichproben-Kovarianz-Matrix C, die hier so berechnet wird. Wenn man dann diese Parameterschätze hat, kann man daraus wieder die Teststatistik bilden. Die wird hier berechnet, indem man den Nullhypothesenvektor vom Stichprobenmittel abzieht, das Ganze transponiert, mit dem Inversen der Stichprobenkovarianzmatrix multipliziert, dann nochmal mit y quer minus 0 und mit der Anzahl der Daten. So. Vermutlich wissen jetzt nicht alle von Ihnen, was transponiert bedeutet und was Inverses der Matrix bedeutet. Das ist auch gar nicht schlimm, weil wir uns nächste Woche in der Vorlesung damit beschäftigen werden. Dann werden wir lernen, was es heißt, einen Vektor zu transponieren und das Inverse einer Matrix zu bilden. Alles, was Sie jetzt hier mitnehmen sollen, ist, dass es auch wieder eine Teststatistik gibt, die sich aus den Parameterschätzern und damit aus den beobachteten Datenpunkten berechnet. So, und wir haben wieder eine statistische Theorie, die uns sagt, dass eine skalierte Form der Teststatistik, nämlich μ mal t Quadrat, einer F-Verteilung folgt. Dieses μ ist hier gegeben, das ist quasi eine Funktion von n und m, also Anzahl der Datenpunkte und Anzahl der Variablen. Und der Nicht-Zentralitätsparameter der F-Verteilung ist auch durch diese Formel gegeben.
Wenn wir jetzt unsere Null-Hypothese nehmen, dass nämlich der Erwartungswert gleich wie Null ist und das hier einsetzen, dann wird das wieder zu einer zentralen F-Verteilung und wir können die Verteilung benutzen, um einen statistischen Test durchzuführen. Das heißt, wir legen ein Signifikanzniveau fest und mithilfe der Verteilungsfunktion der F-Verteilung können wir dann daraus einen kritischen Wert oder einen P-Wert berechnen. Gut. Das war jetzt die Verallgemeinerung des univariaten T-Tests auf mehrdimensionale abhängige Variablen. Gibt es soweit bis hierhin Fragen? Gut, das Ganze habe ich jetzt nur gemacht, damit Sie einen gewissen Hintergrund haben und das verstehen, was jetzt gleich auf dem Seminarblatt passieren wird. Ich wechsle jetzt mal in VS Code und erzähle erstmal ein bisschen was zu VS Code und dann können wir mit dem Seminarblatt weitermachen. Einen Moment. So, wenn Sie VS Code schon mal benutzt haben oder wenn Sie es vielleicht jetzt schon installiert haben, dann sieht das Ganze so aus. Das ist also so eine Art Entwicklungsumgebung, in der man Programme schreiben kann. Wir haben hier rechts so einen Editor, in dem wir unseren Quelltext eingeben und auf der linken Seite hier so ein paar Panels für Datei- und Ordnerverwaltung. Die Datei, die ich jetzt hier geöffnet habe, ist, wie Sie sehen, eine QMD-Datei. QMD steht für Quarto Markdown. Und das ist einfach nur dazu da, dem VS Code-Programm zu sagen, dass es als Quarto-Markdown-Datei ausgeführt werden soll. Wenn Sie jetzt also zusätzlich Quarto installiert haben, dann haben Sie hier so einen Knopf, Preview Format, und dann können Sie zum Beispiel daraus ein PDF erstellen. Sie können daraus auch eine HTML erstellen. Also wie ich schon gesagt habe, dieses Quarto-System kann verschiedene Arten von Dokumenten erstellen, die dann Text und Abbildungen und Daten entsprechend aufbereiten. So, wenn wir jetzt hier draufklicken, dass eine Quarto-Datei generiert werden soll, dann erhalten wir hier auf der rechten Seite so ein PDF, das heißt, dieser Text zusammen mit dem Quellcode, der hier drin ist, wird dann in eine PDF-Datei übersetzt und da sind auch Abbildungen mit drin und Tabellen und dergleichen mehr. Gut, das ist das, was Sie hier auf der rechten Seite sehen, das ist das, was Sie als Seminarblätter auf der Webseite haben und rechts daneben sind auch die QMD-Dateien verlinkt, die diese Seminarblätter erzeugen. So, Ihre Aufgabe wird dann sein, den in den Seminarblättern enthaltenen R-Code durchzugehen und uns zu erzählen, was, was dort an der Stelle gemacht wird. Sie sehen hier den ersten Block von R-Code. Es wird also immer so angezeigt mit geschweifte Klammer R. Und Sie haben zwei Möglichkeiten, den R-Code auszuführen. Sie können einmal hier oberhalb jedes Segments auf Run Cell drücken. Dann öffnet sich hier unten so ein Terminal, das wird auch Konsole genannt, und da wird dieser Quellcode dann ausgeführt und dann sind quasi die Variablen verfügbar, die durch diesen Quellcode erzeugt wurden. Die andere Möglichkeit ist, dass Sie natürlich auch Befehle einfach aus dem Quellcode oder aus irgendwo anders hier reinkopieren und ausführen können. Ja? Also hiermit würde ich jetzt M auf 2 festlegen, hiermit würde ich N auf 15 festlegen und dann können Sie natürlich in der Konsole auch die Werte, die bestimmte Variablen gerade haben, abfragen. Ich kann mir zum Beispiel anzeigen lassen, welchen Wert μ hat. μ ist ein Vektor, der die Innenwerte 2 und 2 hat. Ich kann mir anzeigen, welchen Wert Sigma hat. Sigma ist eine 2x2-Matrix mit diesen Einträgen. So. Was wird jetzt in diesem Abschnitt des R-Codes hier gemacht? Hier wird zunächst einmal die Dimensionalität des Datensatzes festgelegt. Das heißt, wir erheben 2 Variablen pro Beobachtung und wir machen 15 Beobachtungen insgesamt. Das Ziel dieses Codeabschnitts ist es jetzt, eine frequentistische Simulation durchzuführen. Das heißt, die Verteilung der Teststatistik zu ermitteln, gegeben, dass die Parameter, die wir nicht kennen, bestimmte Werte haben. Ja, also in der Simulation ist immer die Idee, dass man die Parameter, die man nicht kennt, auf
bestimmte Werte festlegt und dann schaut, was dabei rauskommt. Hier in diesem Fall betrifft das μ und Sigma. Das sind also der Erwartungswertparameter und der Kovarianzmatrixparameter der multivariaten Normalverteilung, die auf diese Werte festgelegt haben. Zusätzlich spezifizieren wir den Nullhypothesenparameter μ0 und wie Sie sehen, weicht der hier auch von dem wahren, aber unbekannten Parameter μ ab. Das heißt, es gibt einen Unterschied und wir sollten gleich in unserer Simulation sehen, dass die Nullhypothese abgelehnt wird. So. Im unteren Abschnitt dieses Codes kommt es jetzt zur Simulation. Befehle, die mit Library anfangen, bedeuten immer, dass ein bestimmtes R-Paket, was auch vorher installiert sein muss, geladen wird. In diesem Fall dasjenige für multivariate Normalverteilung. Und dann wird die Anzahl der Simulationen festgelegt auf 1E4. So, wenn ich jetzt den Wert von nSim, Anzahl der Simulationen, abfrage, bekomme ich 10.000. Warum steht hier 10.000? Also wieso führt 1E4 dazu, dass da 10.000 rauskommt? Weiß das jemand? Ja, vielleicht mal Sie. Exponentialnotation für reelle Zahlen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hätte 2.7E5, würde das heißen 2,7 mal 10 hoch 5. Und 1E4 bedeutet 1 mal 10 hoch 4. 10 hoch 4 ist 10.000, das heißt, wir wollen hier 10.000 Simulationen durchführen. So. Bevor wir das tun können, müssen wir erstmal die Variablen initialisieren, in die wir unsere Ergebnisse reinschreiben. Und das sind einmal das Array der Stichprobenmittel, das wird hier yb, also für y-bar, y-quer genannt, und das Array oder der Vektor für die Teststatistiken t-Quadrat, was hier t2 genannt wird. So. Dann im unteren Teil dieses Codes ist dann hier eine Schleife, also so eine Vorschleife, die Sie vielleicht auch schon mal gesehen haben, die über Simulationen geht und in jedem Simulationsdurchlauf wird dann das gemacht, was hier im Inneren der Schleife steht. Das heißt, es wird einmal ein Datensatz generiert, in dem aus der multivariaten Normalverteilung n Zufallsvektoren, also in diesem Fall 15 zweidimensionale Zufallsvektoren gezogen werden. Das ist dann die Datensatzmatrix in diesem Simulationsdurchlauf. Dann werden in den nächsten zwei Zeilen die das Stichprobenmittel und die Stichprobenkovarianzmatrix, also Y quer und Groß C, berechnet. Das sind zur Erinnerung nochmal, das sind diese beiden Formeln hier, die ich eben gerade auf der Folie hatte und hier nochmal an die Tafel geschrieben habe. Sie sehen vielleicht, dass hier keine große Übereinstimmung besteht zwischen den Formeln, die hier im Quellcode stehen und dem, was da steht. Das hat den Grund, dass das Summen über Datenpunkte sind. Und man will also diese Summen möglichst effizient berechnen und dafür gibt es diese Formeln hier, in denen diese Summen als Matrixprodukte dargestellt werden. Diese Formeln, warum die funktionieren und warum die gelten, werden wir in Einheit 5 Deskriptivstatistik kennenlernen. Ja? Also für Sie ist jetzt erstmal nur wichtig, diese beiden Formeln berechnen das Stichprobenmittel aus einem Datensatz und die Stichprobenkovarianzmatrix. Gut, wenn wir das beides haben, dann können wir die T-Quadrat-Teststatistik berechnen anhand der Formel, die ebenfalls auf der Folie stand, also mit dem Stichprobenmittel, dem Nullhypothesenparameter μ0 und der Stichprobenkovarianzmatrix. Diese T-Quadrat-Statistik wird abgespeichert in das vorbereitete Array. Und was ebenfalls abgespeichert wird zu Visualisierungszwecken, wie wir gleich sehen werden, sind die Stichprobenmittel. So, jetzt können wir theoretisch hier mal yb eingeben und dann kriegen wir die Stichprobenmittel der ganzen 10.000 Simulationen angezeigt. Wir könnten auch... Moment. Wir können auch t2 eingeben, dann kriegen wir die t-Quadrat-Statistik.
Teststatistiken aus allen 10.000 Simulationen angezeigt. Und man muss natürlich jetzt auch nicht sich die ganze Variable anzeigen lassen, sondern man kann zum Beispiel dim yb eingeben und dann erhält man die Dimensionalität dieser Matrix. Das ist eine 2 mal 10.000 Matrix, zwei Variablen mal 10.000 Simulationen. Oder mit Length T2 nach der Länge dieses Vektors fragen, in dem die T-Quadrat-Statistiken abgespeichert sind, und das ist auch 10.000. So, jetzt wollen wir die Ergebnisse dieser Simulation visualisieren. Darauf bezieht sich jetzt hier der nächste R-Code-Abschnitt. Das ist ein etwas längerer Abschnitt und Sie sehen, dass hier relativ viele Plot-Befehle ausgeführt werden. Ja? Und diese Plot-Befehle sind normalerweise sehr reich an Parametern, weil diese Parameter spezifizieren, wie genau der Plot aussehen soll, welche Punkte zur Darstellung verwendet werden sollen und all solche Sachen. Wir können natürlich diesen Code auch Zeile für Zeile durchgehen. Das wäre aber nicht besonders sinnvoll, weil Sie ja auch schnell durch Googlen herausfinden können, was die Befehle bedeuten. Sie können auch ChatGPT fragen, wenn Sie wollen. Ich werde das einmal mal probieren. Das heißt, ich nehme ja diesen Befehl und gebe den bei ChatGPT ein. Was bedeutet dieser R-Befehl? So, dann gibt mir ChatGPT eine relativ umfangreiche Antwort, was dort eigentlich gemacht wird, und erklärt sehr detailliert, worauf sich jeder Parameter in diesem Befehl bezieht und was dadurch festgelegt wird. Aus dem Grund werde ich jetzt diesen Abschnitt des Codes auch nicht Schritt für Schritt durchgehen. Also für Sie sollte bei der Präsentation der Seminarblätter der Fokus auch auf den Anteilen liegen, die halt das statistische Verfahren implementieren und nicht so sehr auf dem Quellcode. Es gibt aber auch Seminarblätter, da werden relativ viele Abbildungen gemacht und da sollten Sie dann natürlich ungefähr sagen können, was in den Abbildungen jeweils dargestellt wird. Hier ist es zum Beispiel so, dass die Stichprobenmittel getestet werden und dann verschiedene Verteilungen der T-Quadrat-Teststatistik. Ich werde diesen Abschnitt des Codes einmal ausführen und dann öffnet sich hier auf der rechten Seite so ein Fenster, in dem mehrere Panels entstehen. Das ist jetzt also hier diese Figure und im Anschluss an dieses Codesegment kommt noch ein weiterer Befehl, der besagt, dass diese Figure mit in das Seminarblatt aufgenommen werden soll, weshalb wir einmal in das Seminarblatt gehen können. Und dann sehen wir hier auf der dritten Seite, dass diese Figur dort an der Stelle eingefügt wurde. Was zeigt die Figur? Die Figur zeigt uns, dass die Ergebnisse unserer Simulation, mit der wir die Verteilung der Teststatistik überprüfen wollten. Also, was wir hier links oben sehen, sind zunächst einmal die Stichprobenmittel für alle 10.000 Simulationen. Wir haben zwei Variablen, die gemessen werden, deshalb gibt es ein y1 quer und ein y2 quer. Rechts daneben ist ein Histogramm der skalierten Teststatistik, das sind diese grauen Balken. Und wir sehen, dass die Verteilung der skalierten Teststatistiken sehr gut beschrieben wird durch die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der F-Verteilung, die also hier als orange Linie gegeben ist. Ja? Das zeigt uns, dass unsere statistische Theorie stimmt. Und dann haben wir hier unten noch eine Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion von der Teststatistik selbst und eine kumulative Verteilungsfunktion. Und die kumulative Verteilungsfunktion ist dann natürlich das, was es uns erlaubt, den P-Wert zu berechnen. Ja? Also wir können jetzt hier gucken, unser tatsächlicher beobachteter Wert von T² ist vielleicht hier und dann berechnen wir die Wahrscheinlichkeitsmasse für alles das, was dahinter noch folgt. Sie kennen die Definition des P-Werts. Das ist die Wahrscheinlichkeit, eine Teststatistik zu beobachten, die so extrem oder noch extremer ist als die Teststatistik, die wir tatsächlich beobachtet haben. Okay. Im zweiten Abschnitt geht es jetzt um das tatsächliche Anwendungsbeispiel. Und der erste Abschnitt, also der erste Code hier in diesem zweiten Abschnitt, ist dafür da, diesen Datensatz erstmal zu laden und als Tabelle darzustellen.
Der Datensatz ist abgespeichert als CSV-Datei, die kann ich, also das wird hier aufgerufen, ich kann die auch gerne einmal vorher öffnen. Das ist eine CSV-Datei. Wer von Ihnen hat schon mal mit CSV-Dateien gearbeitet? Okay, das sind einige. Wer kann mir sagen, wofür CSV steht? Ja, bitte? Richtig. CSV steht für Comma Separated Values. Ja, es gibt auch noch TSV. TSV heißt Tab Separated Values. Das ist eine Comma Separated Values Datei. Das heißt, die einzelnen Datenpunkte sind hier durch Kommas voneinander separiert. Und die erste Zeile dieser CSV-Datei zeigt uns an, dass hier vier Variablen abgespeichert sind, nämlich x1i, x2i, y1i, y2i. Und wenn wir uns jetzt den Code mal genauer angucken, dann sehen wir, dass hier nur die Variablen y1i und y2i extrahiert werden. Gut, dann werden die mit Hilfe des Befehls cbind zu einer Matrix kombiniert und die Matrix erhält noch Spaltennamen und dann wird die quasi hier als Tabelle ausgegeben. Wenn ich also diesen Abschnitt des Codes durchführe, dann sieht das Ganze so aus. Ich habe jetzt hier so eine Tabelle im Textformat und die wird dann auch in das Seminarblatt übernommen. Das heißt, wenn wir hier auf die nächste Seite gehen, sehen wir dort dieselbe Tabelle, die zunächst erstmal nur den Datensatz beinhaltet. Okay, jetzt wollen wir die Deskriptivstatistik für den Datensatz berechnen und das ist das, was der nächste Abschnitt des Codes oder das nächste R-Code-Segment macht. Da wird zunächst nochmal die CSV-Datei geladen, was wir eben schon gemacht haben. Dann wird eine Datenmatrix erstellt, wobei die erste Variable in die erste Zeile geht und die zweite Variable in die zweite Zeile dieser Matrix geht. Das heißt, ich kann das hier einmal ausführen. Das heißt, wenn wir uns jetzt die Datenmatrix anzeigen lassen, ist das eine 2x20 Matrix, die hat zwei Zeilen, weil wir zwei Dinge pro Teilnehmer gemessen haben. Und sie hat 20 Spalten, weil es 20 Studienteilnehmer und Teilnehmerinnen gab. Okay. Dann berechnen wir die Deskriptivstatistik und die Deskriptivstatistik ist in dem Fall die Mahalanobis-Distanz. Mahalanobis-Distanz müssen Sie sich so vorstellen wie eine quadrierte Form von D' im univariaten Fall. Ja? Also das ist gewissermaßen ein Maß für die Effektstärke. Und das wird berechnet aus einmal dem Stichprobenmittel, y-quer, der Stichproben-Kovarianz-Matrix und dem Null-Hypothesen-Parameter μ0. Das ist dann die Formel für die Mahalanobis-Distanz. Sie können sehen, dass das sehr ähnlich ist zu der Formel für die T-Quadrat-Teststatistik selbst. Da fehlt nur das n als Vorfaktor. Und mit Hilfe des Cut-Befehls hier unten wird das Ganze dann ausgegeben. Ja, wenn wir das ausführen, dann kriegen wir hier unten also eine Ausgabe. Y-quer ist das Stichprobenmittel, was relativ nah an unserem Normwert, 3,5 liegt. Und D ist die Mahalanobis-Distanz. Was wir jetzt noch nicht wissen, weil wir ja bisher nur Deskriptivstatistik gemacht haben, ist, ob das Stichprobenmittel signifikant vom Normwert abweicht. Ja? Dafür brauchen wir dann ein inferenzstatistisches Verfahren und das kommt im nächsten Abschnitt. Vorher allerdings wird der Datensatz noch visualisiert. Und da haben wir hier wieder so ein längeres Codesegment, was ziemlich viele Abbildungsparameter enthält. Hier wird zum Beispiel ein Plot-Befehl benutzt, der bedeutet, dass viele Punkte dargestellt werden. Ein Points-Befehl, der bedeutet, dass ein Punkt an einer Stelle geplottet wird. Und noch ein Lines-Befehl, der eine Linie anzeichnet in Form einer Ellipse. Wie wir gleich sehen werden, ich führe das einmal aus. Dann sieht das Ganze so aus, wie Sie hier rechts sehen. Und weil das im Seminarblatt alles ein bisschen schöner aussieht, wechsle ich jetzt nochmal dahin. Wir haben also hier eine Darstellung des Datensatzes.
Die Datenpunkte selbst sind als graue Kreise gegeben. Das Stichprobenmittel der Datenpunkte ist hier das graue Dreieck in der Mitte. Und der Normwert ist als dunkelgraues Dreieck angegeben. Des Weiteren ist hier noch die Stichprobenkovarianz als so eine Ellipse angegeben. Ja? Also das ist gewissermaßen ein Konturplot. Das heißt, wir haben hier überall auf der Linie konstante, gleiche Wahrscheinlichkeitsdichte, wenn wir die Parameterschätzer in die multivariate Normalverteilung einsetzen. Was können wir jetzt an dieser Ellipse hier schon mal ablesen? Also die Ellipse ist zur Erinnerung eine Darstellung der Stichproben-Kovarianz-Matrix. Ja? Können Sie das mal laut sagen, bitte? Es gibt eine positive Kovarianz. Ja, weiter. Kovarianz. Es gibt eine positive Kovarianz und damit weil auch. So baguette-förmig ist. Richtig, und damit auch eine positive Korrelation zwischen den beiden Variablen, weil wir sehen, dass diese Ellipse, die ist so von links unten nach rechts oben geneigt. Ja? Das heißt, spricht dafür, dass diese beiden Variablen moderat miteinander korreliert sind. Wenn die Ellipse von links oben nach rechts unten zeigen würde, dann würde es bedeuten, dass die Variablen moderat negativ korreliert sind. Okay, das heißt also, mit anderen Worten, das sagt uns erstmal, jemand, der ein höheres Delta BDI hat, tendiert auch dazu, ein höheres Delta BDI zu haben. Ja, das ist jetzt nur so ein bisschen Hilfe bei der Dateninterpretation. Okay, das andere, was uns die Ellipse sagt, ist, dass offenbar Delta BDI hier auch eine größere Varianz hat. Ja, also die Ellipse ist vielleicht in beide Ausdehnungen ungefähr gleich, aber Sie sehen ja, dass die Skala für Delta BDI wesentlich größer ist als für Delta GLU. Deshalb wird auch die Varianz von Delta BDI größer sein als die von Delta GLU. Und das werden wir auch gleich in Zahlen sehen. Okay, dann gehen wir mal zurück in VS Code. Ich schließe das hier. Und jetzt kommen wir noch zum dritten und letzten Abschnitt, wo der T-Quadrat-Test selbst durchgeführt wird. Das ist dieser Abschnitt des Codes hier, da wird zunächst wieder der Datensatz eingelesen und dieselbe Datenmatrix 2x20 erzeugt. Dann wird zunächst einmal so ein bisschen der Test vorbereitet, indem die Dimensionalität der Daten ermittelt wird. Anzahl der Zeilen in Y entspricht M, Anzahl der Spalten in Y entspricht N. Aus N und M kann dann dieser Vorfaktor μ berechnet werden, den Sie auch auf der Folie da gesehen haben, den wir brauchen, um die Teststatistik zu skalieren. Und dann legen wir noch den Nullhypothesenparameter fest auf den Normwert, den wir für Therapieerfolg setzen. Unser Signifikanzniveau ist 0,05 und mit Hilfe des Signifikanzniveaus können wir dann auch einen kritischen Wert für den Test berechnen anhand der Formel für den kritischen Wert. Das ist also diese Formel hier mit der inversen kumulativen Verteilungsfunktion, die an der Stelle implementiert wird. Okay, dann kommen wir zur Durchführung des statistischen Tests selbst. Dafür wird benötigt das Stichprobenmittel und die Stichprobenkovarianzmatrix aus y quer, c und μ0 kann dann die t-Quadrat-Statistik berechnet werden. Die bekommt diesen Wert hier und wenn die t-Quadrat-Statistik den kritischen Wert überschreitet, lehnen wir die Nullhypothese ab, dass der Erwartungswert gleich dem Normwert ist. Das wird hier dadurch angegeben, dass der Test den Wert 1 annimmt. Und falls das nicht der Fall ist, lehnen wir die Nullhypothese nicht ab. Das heißt, der Test nimmt den Wert 0 an. Gut. Zum Schluss kann man dann, wenn man möchte, noch einen P-Wert berechnen. Der P-Wert ergibt sich aus 1 minus der kumulativen Verteilungsfunktion. Dieser Befehl implementiert also gewissermaßen diese Formel hier. Und zum Schluss wird das Ganze ausgegeben. So, wenn ich diesen Abschnitt des Codes einmal ausführe, erhalten wir folgende Ausgabe. Das Stichprobenmittel haben wir bereits gesehen. Die Kovarianzmatrix gebe ich mal nochmal ein. Das ist nämlich eine übersichtlichere Darstellung. Hier sehen wir also nochmal, die
Diagonalelemente der Kovarianzmatrix geben die Varianzen der beiden Variablen an, Delta BDI, Delta GLU. Und die Nicht-Diagonaleinträge der Kovarianzmatrix stehen für die Kovarianz der beiden Variablen. Ja, und dass hier die Kovarianz nicht 0 ist, zeigt uns an, dass die beiden Variablen miteinander korreliert sind. Zum Beispiel, zumindest in unseren Beobachtungen. Okay, dann haben wir hier noch den... Entschuldigung, jetzt ist das, der Output hier ein bisschen durcheinander geraten, deshalb führe ich das mal normal aus. Dann haben wir hier noch den Wert der Teststatistik, der ist 7,54 und der ist knapp größer als der kritische Wert, 7,5, weshalb also die Nullhypothese abgelehnt wird und unser P-Wert ist knapp unter 0,05, also 0,49. Das heißt, in diesem Fall würde die Nullhypothese, dass der Erwartungswert in dieser Studie dem Normwert entspricht, abgelehnt werden. So, natürlich müssen wir so einen statistischen Test, wenn wir den in R durchführen wollen, müssen wir den nicht komplett selber programmieren. Ja? Wir tun das hier, damit Sie verstehen, was da genau passiert, aber wenn Sie jetzt ChatGPT fragen, wie mache ich einen T-Test in R, dann wird ChatGPT Ihnen vermutlich nicht sagen, Sie müssen die T-Statistik berechnen, so und so, sondern R wird Ihnen einfach sagen, welche Funktion Sie benutzen sollen. Und für die meisten statistischen Testverfahren sind ja diese Funktionen schon implementiert in R. Für den T-Quadrat-Test wäre das also zum Beispiel die Funktion OneSampleHT2 aus dem Paket MV-Tests. Und wir können also genauso gut auch diese Funktion verwenden, um den T-Quadrat-Test durchzuführen. Das ist hier in dem letzten Codeabschnitt nochmal illustriert. Wir lesen den Datensatz ein und generieren die Datenmatrix. Und dann benutzen wir eben die Funktion OneSampleHT2, geben da die Datenmatrix rein und lassen uns dann die Ergebnisse ausgeben. Und wenn wir das tun, erhalten wir Folgendes. Das heißt also, hier unten sehen wir dann die gleichen Stichprobenmittel und die gleichen Teststatistiken und den gleichen P-Wert, wie wir ihn auch vorher schon ermittelt haben. Und das ist jetzt quasi nur mal so als Sanity-Check. Das zeigt uns, dass wir den T-Quadrat-Test richtig implementiert haben. Oder man könnte auch andersrum sagen, das zeigt, dass die Entwickler von R den T-Quadrat-Test richtig implementiert haben. Da wir dieselben T-Quadrat- und P-Werte erhalten haben. Gut. Gibt es Fragen bis hierher? Ja, bitte. Keine Fragen zu dem Inhalt, sondern eher dazu, wie wir es am Ende vorstellen sollen. Ja. Und zwar haben Sie ja schon mal so einen Abriss davon nochmal gegeben, was jetzt die Quadrattest ist. Ja, ja, ja. Das macht ja jetzt theoretisch die Vorlesung. Genau, genau. Wenn wir das trotzdem nochmal zusammengefasst präsentieren, weil ja nicht alle die Vorlesung geguckt haben, oder ist das nicht notwendig, stellen wir das gleich vor? Also, das würde ich Ihnen überlassen. Ich finde es ganz nett, die Theorie aus der Vorlesung nochmal kurz darzustellen. Natürlich nicht in dem Umfang, wie wir das in der Vorlesung machen. Aber die ein oder andere Formel nochmal zu zeigen, wäre gut. Sie haben die ja auch in der Vorlesung. Und das muss jetzt nicht, ich habe das jetzt sehr umfangreich gemacht, weil Sie ja die Vorlesung noch nicht gesehen haben. Aber Sie können das auch in einer kürzeren Form gerne machen. Ja. Also letztes Semester im Bachelor-Seminar haben auch die Studierenden ab und zu mal so die wichtigsten Kernformeln in zwei oder drei Stück an der Tafel geschrieben. Und dann kann man eben immer noch mal darauf verweisen, okay, dieser Befehl setzt jetzt eigentlich diese Formel um. Ja. Andere Fragen? Ja. Das war's dann. Also wir kriegen den Code, wir erzählen dann, was die überliegenden Zeilen und Befehle machen. Und Sie fragen ab und zu, das war's. Genau, und Ihre Kommilitonen fragen natürlich auch, weil wir sehr interessiert sind und ganz viel Nachfragen haben, warum das alles funktioniert. Sollen wir dann auch stellenweise die Befehle ausführen und nochmal erklären, also wie Sie es gerade gemacht haben, mhm. Das und das kommt raus. Ja. So, okay. Ja, das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe. Also es ist sehr praktisch, wenn man halt die Befehle in der Konsole ausführt, weil man dann auch die Werte von Variablen abfragen kann. Das ist schon an manchen Stellen mal ganz wichtig. Deshalb würde es jetzt nicht reichen, wenn Sie einfach den Quellcode in dem PDF durchscrollen. Ja? Also es wäre schon gut, wenn Sie den als Programm ausführen. Okay.
Muss aber nicht VS Code sein. Ja. Jetzt die Daten, wann was drankommt, nicht vorliegen. Aber am Anfang war es doch so, dass wir Mittwochs die Vorlesungen haben und Donnerstag ist das passende Seminar dazu. Ja. Das finde ich persönlich ein bisschen wenig Vorbereitungszeit, um das Ding durchzuarbeiten. Ja. Wie läuft das denn dann? Machen Sie die zwei Termine noch? Es waren ja nicht viele. Oder musste einfach irgendein armer Student von uns die Zeit hier nehmen am Abend? Ja, nee, das können wir gleich noch besprechen, wenn Sie sich für die Termine eintragen, dann komme ich nochmal darauf zurück. Aber was Sie ja jetzt meinten, war das hier, das ist, was Sie suchen, ist in den Einführungsfolien von gestern. Genau. Und zwar irgendwie Slide 30, nee, Slide 25 oder so. Genau, es gibt da also so eine Verschiebung, ja. Nur nächste Woche ist es so, dass nach der Vorlesung gleich die Präsentation ist. Ja. Dann haben wir hier einen Feiertag und dann liegt immer eine Woche und ein Tag dazwischen. Vielleicht ganz praktisch, dann kann man sich erst die Vorlesung anhören. Genau. Am Wochenende dann an dem Seminarleiter arbeiten, eine nächste Woche präsentieren. Falls Sie jetzt deshalb Angst haben, dieses Thema hier zu machen, kann ich Sie beruhigen, weil gerade die Themen hier am Anfang, die hier am Anfang kommen, eigentlich sehr dankbar. Okay. Zum Beispiel die ersten beiden Themen Matrizen und Eigenanalyse benutzen auch nicht mal Daten. Das sind ja dann nur bestimmte mathematische Zusammenhänge, die da dargestellt werden. Ja, Frage beantwortet? Ja. Okay. Genau, falls jetzt keine weiteren Fragen sind, würde ich einmal die Aufnahme pausieren und dann können wir uns das angucken mit den Zuteilungen für den Termin. Ja? Das kann jetzt nicht mit auf der Aufnahme sein, weil das Datenschutz und so weiter. Gut, dann drücke ich auf Stopp.